Hi, mein Name ist Andi. Willkommen zum LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Wieder auf der Stappenbach und ja, ich sähe ein. Es stand ja noch an. Zumindest glaube mal, es stand an. So, was haben wir? Wir können. Wo waren wir denn? Da. Raps einsehen. Genau. Den wollte ich auch einsehen. Wir sind bei Raps. Fangen auch direkt damit an. Keine Zeit verschwenden. Ich sehe Monokultur Raps ein. Ganz einfach, weil wir es jetzt sehen können. Und damit dann schon mal keine Ausfallzeiten haben. Also, dann, ne, wisst, was ich meine. Dann habe ich zum einen heute den Tag noch genutzt. Und zum anderen, vielleicht wächst das ja schon irgendwie so mega geil an. Ich weiß nicht, was da passiert. So, hinher. Die Chose mache ich dann hier zweimal oder so. Ich mache auch alles ohne GPS und Cosplay. Ich möchte einfach mal sehen. Ist natürlich schade, dass hier die Kiste... Okay. Dass hier die Kiste keine... sag schnell. Keine Düngefunktion hat. Das wäre natürlich mega, wenn ich mit einem Strich düngen und säen könnte. Aber das hat erst die nächstgrößere. Die hat, glaube ich, Direktsaat mit Direktdüngung. Und das wäre natürlich schon mega. Aber, wie gesagt, haben wir nicht. Auch nicht schlimm. Dann fahren wir später nochmal einen Düngestreuer drüber und dann soll das auch passen. So. Ich entschuldige mich nochmal, dass die Folge hier eigentlich einen Tag zu spät kommt. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verschmerzen. Dafür, wie man sieht, habe ich schon mal eine Sache gepackt. Ich war beim Friseur. Endlich nochmal. Wurde auch nochmal Zeit. Gerade bei dem Wetter viel zu viel Wolle auf dem Kopf gehabt. Ne, falsch rum. Das wurde in der Tat nochmal Zeit. Hier, tüt, ne? Gott, hätte ich doch besser den Helfer fahren lassen. Der hätte nicht so ein Chaos verunstaltet. Veranstaltet wie ich. Er hätte das gut eingefahren und toll wäre gewesen. Hier, die Bäume kommen alle noch fort, ne? Hier, pass mal auf. So, geht auch. Top. Runde Ecken sind besser als dieses Rumgequietsche, stelle ich gerade fest. Ja, optimal. Hier, für meine Feldzwischenräume habe ich immer noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, da gibt es auch einfach keine. Ich glaube, die Felder kann man nicht verbinden. Oder die sind auf jeden Fall so gemacht, dass man sie nicht einfach verbinden kann. Ich habe wohl versucht, mit dem Flug drüber zu gehen und habe dann mit Bodenveränderungen, man sieht's, versucht, die ganze Sache da einzupflügen und zu machen und zu tun. Da ist nichts zu holen. Ja, muss ich jetzt wohl mit leben. Ich weiß nicht, ob ich das gut kann. Versucht wird es auf jeden Fall. Na, ich fahre mal so rum weiter. Warum stelle ich denn jedes Mal einen Helfer ein? Ich wollte das Ding nur abladen. Ablassen. Schon habe ich wieder einen Helfer da drin. Komisch, meine Schultertasten am Controller mal funktionieren. Oder kommt mir so vor, als würden die mal nicht funktionieren. Dabei habe ich den jetzt sogar schon mal getauscht, also da dürfte normalerweise nichts dran sein. Komisch. Vielleicht sind meine Finger einfach nur zu ungelenkt dafür. Kann ja alles sein.
So, ich habe auch noch keine Ahnung, ob das Sinn macht, jetzt hier quasi im Sommerende zu pflanzen. Das ist meine erste Saison, in der Tat sogar. Und ja, sag mal so, wir werden es alle sehen, ob es funktioniert oder nicht. Oder ob die dann einfach nur bis Frühjahr rumguffeln, meine jungen Pflänzchen hier. Vielleicht passiert auf dem Feld ja auch einfach gar nichts. Kann ja auch sein. Dass ich mir jetzt hier einen Kopf mache, ohne Ende. Und ja, letzten Endes, keine Ahnung, Wachstumsstadium 1 oder so und dann nichts mehr. Doch richtig geil wäre natürlich, wenn ich jetzt hier alles einsehe, dass über den Winter einfach nur kaputt geht. Das wäre auch geil. Und dann hätte ich auf jeden Fall was gelernt, ne? So richtig was gelernt. Aber das wollen wir mal nicht hoffen, dass das passiert. Denn da würde ich sagen, das wäre so eine mittelschwere Katastrophe. Und komm. Ich glaube, hier ist hinher die bessere Alternative, ne? Und in den Hügel hoch fahre ich mit 8 km/h. Wenn ich jetzt 90 Grad zur Fahrtrichtung, wie ich jetzt fahre, sehe, dann fahre ich eine 18 oder 20. Das ist natürlich, das ist ein Unterschied. Den Unterschied muss ich auch mitnehmen. Geht gar nicht anders. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Also auf jeden Fall nicht sonderlich viel. Das steht mal fest. Ja, 19. Dazu ist das Feld noch nicht mal klein. Das heißt, hier haben wir auch noch was zu tun. Ja, ich werde alle Felder, die ich habe, hatte ich schon gesagt, ne? Werde ich einsäen mit Raps. Komplett. Und dann mal gucken, was raus wird. Vielleicht geht er ja sogar an, im besten Fall. Ich habe mich gerade unheimlich lange gefragt, wer ist Helfer J? Aber ich habe tatsächlich wieder einen Helfer eingestellt beim Wenden. Also beim Sämaschine hochfahren. In der Tat ein Helfer. Pure Wahnsinn. Ich krieg das nicht mal mit. Naja, auf jeden Fall hier meine Gedächtnislücken, die ich hier eingesät habe. Mit meiner ersten Cosplay-Fahrt hier auf dem Feld, glaube ich sogar. So war das, glaube ich, gewesen. Die kriege ich so, wie ich jetzt einpflanze, auf jeden Fall nicht. Ich hatte irgendeinen Versatz drin, keine Ahnung. Versatz in der Sämaschine um einen halben Meter oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich wusste auch bis dahin nicht, dass Cosplay so eine Funktion hat. Also war mir zu Gänze unbekannt. Tja, hab's dann halt festgestellt, indem jede zweite Reihe so einen leichten Saatverlust hatte. Oh je. Muss mich tatsächlich auf meine Spur konzentrieren. Vielleicht ist da auch die eine oder andere Lücke jetzt schon drin. Naja. Ich werde es überleben. Der Drescher hört deswegen auch nicht auf zu fahren. Diesmal keinen Helfer eingestellt. Jawohl. Easy. Ich muss nur mit den Tasten irgendwie sorgsamer umgehen, langsamer drücken. Dann scheint das zu funktionieren. Aber komisch, ich hatte so Dinger schon mal. Dass die Schultertasten nicht so arschgut
Also, ich hab immer gedacht, die würden dann nicht so arschgut reagieren. Vielleicht lag es einfach nur an meinen Fingern. Kann alles sein. Muss mir halt echt den Kopf behalten. Langsam, nicht zu schnell. Dann geht es. Helfer drin. Beim nächsten Helfer fährt er einfach weiter. Dann lasse ich ihn drin. So, ich werde auch, ich glaube, das mache ich tatsächlich als nächstes, die Palettenfabrik kaufen. Da werde ich auf jeden Fall was anzahlen. Ich habe 65, wenn ich so 40.000 anzahle. Und dann mal gucken, wie ich da weiterkomme. Wenn ich die Bäume wegmache, ich habe, da gibt es einfach keinen guten Platz für. Also, ich weiß nicht, wo ich die hinpacken soll. So, zudem geben Bäume, unabhängig von der Saison, geben die Kohle. Ich kann den ganzen Sarotti, den ich da abschneide, also quasi häckseln und darüber fahren und dann werden Paletten draus gemacht, dann kann ich Paletten verkaufen. Unabhängig von der Saison. Das heißt, ich kann das ganze Jahr über Kohle verdienen, wie ich möchte. Und kann dann auch, ja, den Winter komplett nutzen, weil ich habe sonst, mir fällt so keine Verwendung für den Winter ein. Klar, ein bisschen durch den Schnee ballern, ein paar Kreise ziehen oder so. Ne? Dollheiten halt machen, aber so richtig fällt mir halt nichts ein. Ne? Da könnte ich dann tatsächlich noch ein bisschen Kohle verdienen. Indem ich ja, meine Felder ein bisschen entaste, nenne ich es mal. Ganz liebevoll. Also die Äste ziemlich bodennah abschneide. Und dann daraus Paletten mache. Oder ganz egal was. Aber da denke ich, das wird am ehesten so früh Sinn machen. Noch eher als irgendeine BGA oder keine Ahnung was. Obwohl ich dann, ja, mit meinen Grasballen und keine Ahnung, obwohl ich dann damit auch nicht weiß, wohin, weil gewinnbringend verkaufen geht auch mal über einen Komposter, aber ich habe immer noch keine andere Möglichkeit entdeckt, gerade irgendwie. Und, ja. Macht halt gerade für mich am meisten Sinn. Deshalb wird da wohl mal investiert werden. Die Maschine will gar nicht mehr hoch. Naja, Gott sei Dank geht da im LS17 nichts kaputt, wenn man damit rückwärts fährt. Wenn sie abgelassen ist. Gott sei Dank. Sonst müsste ich jetzt meine Kohle in eine neue Sämaschine stecken. Oder zumindest in Reparatur. So kann ich investieren und expandieren. Und meinen Schwein, den ich versucht hatte zu kaufen, ich glaube fast, da muss ich so einen Tiertransporter mir für besorgen, dass ich da irgendwas transportieren kann und dann zu dem Hof, also die Viecher zu dem Hof schleppen, wo ich mästen will. Anders funktioniert das nicht. Ich kann mal keine Tiere irgendwo hin, also keine Schweine irgendwo hin liefern lassen. Und Mutterkühe oder so ähnlich. Ich habe ja noch keine Kuhweide und kein gar nichts. Die, denke ich, müsste ich dann manuell holen. Ja, das machen wir alles nach und nach. Erstmal schauen, dass wir unabhängig von der Jahreszeit Geld verdienen können. Also ich hoffe, das geht so. Wenn das natürlich nicht geht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und sie sagt, hey, nee, da kannst du auch nur zu bestimmten Jahreszeiten dein Holz loswerden. Sonst nehmen die das nicht. Wäre gut zu wissen.
Also ich habe ja jetzt echt so meine Wunschvorstellung. Jo. Wenn gerade nichts läuft und ich noch Bock habe, keine Ahnung, Holz zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen, kannst du machen. Das ist so meine Traumvorstellung, ne? Kann natürlich auch sein, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob das dann so ist oder. Ach, gibt doch Dinge, die muss man einfach mal riskieren. Ne? Was hat die gekostet? 400.000. Ist ja auch noch ein Haufen Geld. Oh je, da zahle ich lang dran ab. Oh je, oh je, oh je. Oh wei, oh je. Naja, auf der anderen Seite, genug Bäume stehen auf der Karte, ne? Dann hängt es ja nur an mir, den ganzen Sarotti klein zu machen. Bäume klein machen, das kann ich. Da bin ich ganz gut drin. Ich lasse auch gleich wieder beide rennen, dass ich mir hier auf das Feld einen Helfer stelle, der schon mal düngen kann. Ach nee, da sehe ich erst alle drei ein. Weil wenn der mit seinem Düngerstreuer mit, keine Ahnung, 24 Meter oder wie viel er hat, wenn der da anfängt zu werfen, da kennt er kein Ende mehr. Dann kann der mir direkt alle drei auf einmal fahren. Weil ich denke, so wird das da kommen. Wenn der einmal anfängt, dann ist der Watze wild, da kennt er kein Ende. Dann muss man den ja einbremsen und sagen, hey, fällt zu Ende, hör auf. Du wirfst mir gerade meine Kohle weg. Das wird besser sein. Oh Gott, wo fahr ich denn hin? Ich sag ja, ich muss mich auf meine Reihen konzentrieren. Sonst fahre ich mir so eine Grütze beisammen. Wenn man das nachher von oben sieht, da meint man, wir wären Aliens gelandet und hätten irgendwelche Kornkreise gezogen oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da mal eine Ecke, hier eine Raffe. Wenn man sich nicht konzentriert. Wobei, wenn ich das hier mit GPS gefahren wäre, wäre das eh... Also mindestens mal... 10-15% effizienter gewesen. Weil die Maschinen, die arbeiten ja schon immer ein bisschen breiter als man meint. Da war ich auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so 1, 2, 3 Reihen Sicherheitsabstand dabei gebe, wenn ich denn dran denke. Wenn ich hier irgendwelche Kornkreise fahre. Denke ich, da kann man, also das macht schon Sinn sowas, ne? Kann man ordentlich Kohle sparen. Und Zeit. Ist ja auch ein Haufen Zeit, der da flöten geht immer. 10% übersät, ne? So. Das war schon mal gut, das hat nicht viel was gekostet. Das ist ja auch immer wichtig, ne, wenn ich den Helfer laufen lasse. Das kleckert sich ja auch beisammen. Hier 100, da 200. Dann glaube ich, habe ich den sogar noch auf Saatgut kaufen stehen. Weiß gar nicht, ob das günstiger oder teurer ist, als wenn ich den Tank von der Sämaschine an meinem Hoftank auffülle oder mit Big Packs. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn der Helfer das kauft komplett, dass das die teuerste Alternative ist. Weil man hat halt damit überhaupt keine Arbeit. Man stellt den Kerl an und der macht alles. Kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr kostet. Naja, gut. Feld 74 fertig. Das ist schon mal schön.
Fangen wir gerade 75 an. Ja, ich mache Feld 75. Ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer es noch nicht hat, ein Abo. Und dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sage ich, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.